Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit, so finde ich, einer sehr wichtigen Info. Und zwar dadurch, dass ich schon sehr, sehr lange in der Beratung bin und natürlich eine Vielzahl von Beratungen pro Woche habe, stelle ich immer wieder eins fest. Auch in meiner geschlossenen Online-Coaching-Gruppe stelle ich anhand der Postings immer eins fest. Viele Menschen, vor allem natürlich klar auch Anfänger, aber auch schon lang Fortgeschrittene, die haben bzw. die können ihr Biofeedback nicht lesen. Biofeedback, das heißt, unser Körper spricht mit uns, er gibt uns Signale. Wir müssen nur lernen, darauf zu hören. Ihr seid zum Beispiel tageweise müde, ihr seid träge, ihr seid ausgepowert. Ihr geht ins Training, habt eine völlige Trainingsunlust. Euer Kopf sagt euch aber, ihr müsst, euer schlechtes Gewissen zwingt euch dazu. Ihr sollt trainieren gehen, aber ihr bringt ja eigentlich gar keine Leistung. Das heißt, das Training ist sehr mühsam, die Gewichte sind sehr, sehr klein, beziehungsweise zu klein oder eben nur mittelmäßig. Technik ist sehr bescheiden. Warum hört man dann in dem Moment nicht auf seinen Körper und sagt, okay, der Körper gibt mir heute ein Signal, pass mal auf, du bist müde, du bist leer, du hast nicht gut geschlafen, du hast Stress gehabt, mentalen Stress. Also mach doch einfach mal eine Pause ein, zwei Tage. Dann kommt das kleine Männchen auf der rechten Schulter und schreit dich an. Das schlechte Gewissen, nein, wir müssen ins Training, es könnte ja irgendwo was verloren gehen. Die Muskelmasse könnte ja darunter leiden. Erstens mal, so schnell baut der Körper keine Muskelmasse ab. Den Katabolenteufel, den alle ganz groß in die Wand malen, den gibt es überhaupt gar nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß. Biofeedback, ganz klar, ist natürlich was, wo man erlernen muss. Viele Menschen haben ein hervorragendes Biofeedback, das sagt morgens, ich habe keinen Bock zu trainieren zu gehen, wenn sie nicht trainieren, das ist tagelang. Das heißt, es überwiegt natürlich dieser Anteil, ich habe keine Lust. Das ist kein gesundes Biofeedback. Ein gesundes Biofeedback, das ist sehr, sehr fein dosiert. Und das muss man lernen im Laufe der Trainingszeit. Der Trainingserfahrung muss man es erlernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kann man von einem Anfänger nicht verlangen. Aber es gibt eindeutige körperliche Signale. Müdigkeit, Schlaf, Lustlosigkeit. Dann einfach mal eine kurze Pause einlegen. Und wenn es denn auch mal eine Woche sein muss, überhaupt kein Problem. Es geht nichts verloren. Ihr seid noch jung, ihr habt noch Jahre Zeit zum Trainieren. Also, nicht vergessen. Hört auf euren Körper, er spricht mit euch, hört auf euer Biofeedback und ihr werdet dann auch wieder garantiert, wenn alle anderen Parameter, auch die Ernährung stimmt, wieder Fortschritte machen. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein Biofeedback, meine Aufgabe, beziehungsweise ich erinnere euch dran. Bis dann.